Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Mal gucken, was der Fortuna-Teller sagt. Das ist ja immer so das Erste, was ich mache. Ja, gut, okay. Toll. Was haben wir denn hier? Komm zum Shop und check die neue Route aus, die ich verkaufe. Die sind die besten, die man für Geld kaufen kann. Und du kannst sie mit ein paar verschiedenen Takelagen und so ein Gedönsel auf deine Bedürfnisse anpassen. Ich hoffe, ich sehe dich bald, Willi. Mhm, okay. Tag, Katze. So. Toll. Erstmal hier, ne? Katze ist als erstes dran. Und dann sind die Hühner da. So. Okay. So. Die haben wir jetzt auch alle. Bin ich froh, dass das mit diesem komischen Ding jetzt da geklärt ist. Von wegen, was das für ein komischer lila Stern ist. Ich hab nichts übersehen, oder? Eigentlich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich noch ein bisschen hier hin. 7:30 hat der eh noch nicht offen. Dann gehe ich nämlich mal gucken, ob ich mir jetzt die Gießkanne verbessere. So. Ich weiß bloß nicht, wann ich das machen soll mit der Axt und mit der Spitzhacke. Und ob ich nicht vielleicht vorher die Spitzhacke mache, vor der Gießkanne. Ist eine folgenschwere Entscheidung. Vor allem würde mich mal interessieren, was das jetzt für Angeln sein sollen. Eine mit zwei Plätzen drin. Alter! Oh, geht mir das auf der Keks mit deiner Danebenhauerei da? So, das sieht ja schon... Sag mal, du Benny! Dann halt so. Kein Plan, was das für ein Lag war. Auf dem Aufnahmebildschirm ist nichts zu sehen. Das ist seltsam. So, die Gebobbelse hier raus. Dann muss ich ja noch gucken, dass ich noch irgendwie zu Lea komme. Der fehlt das letzte Geschenk. Dann ist die ja... volle Pulle. Zumindest bei den Herzchen, die... naja, freigeschaltet sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Weil... das sind ja... zwei oder drei Herzle, die so ausgegraut sind. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich hab euch gesehen. Ich hasse es, wenn der Tag in meinen Händen ist. Da kommt nur Dreck raus. Sag ich doch. Okay. 11 Uhr. Da sind auch nochmal Würmer. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem ganzen Holz hin soll. Sterbwürmer! Erstmal fett mit der Axt draufgehauen. Okay, warte. Wenn ich da schon Zeugs zum Willi, zum Schmied bringe. Der Willi ist ja der Angeltyp. Muss ich ja erstmal
Okay. Der Diamant braucht länger. Wie viel brauche ich denn da? Ich glaube 5 auch, oder? Machen wir das mal so. Ich habe die Kohle vergessen. So. Dass da mal das Zeugs geschmolzen wird, ne? Jetzt ist nur die Frage. Was heißt was? Es ist nur die Frage. Ich mach das. Ich fahre jetzt mal endlich mal mit der Minekarre-Dinger durch die Gegend. Wozu habe ich denn die jetzt hier freigeschaltet? Geode. Hä? Zwei Kupferbarren? Okay. Sag mal, es geht ab. Ein Haufen Würmer hier am Start. Yay, Mixed Seeds. Whoop. Whoop, whoop. Oh. Noch mehr Blumen. Hier. Perfekt. Wo ist der? Warum? Was soll denn die Kacke jetzt? Das verstehe ich nicht. Hängt der wieder hier in der Bar rum oder was? Ups, warte. So. Ja, da unten waren noch mehr Würmer, aber da kommt halt sowieso bloß Dreck raus. Nee, ich brauche nichts zu trinken. Ich wollte nur gucken, wo die alle sind. Ich da irgendwie ein Fest verpasst oder so? Nein. Aber der Geburtstag vom Zauberer. Hat ja letztes Mal super geklappt mit dem Geschenk. Geschenk. So, jetzt gucke ich mal. Ist die Lea daheim? Klatsche ich der nämlich erstmal ein Geschenk um die Ohren. Hallo. Hier, bitteschön. Yes. So. Jetzt hat die hier beide Geschenke. Ah, die ist schon volle Pulle. Aha. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier, ne? So, schwätzen wir noch ein bisschen. Da ist doch aber ein Feuer am Brennen. Hast du noch was zu sagen? Okay. Das sind wohl ihre Wintersätze. Wenn es mir kalt wird, dann vergrabe ich mich in der Decke und meine Hütte ist ziemlich kalt. Jetzt gerade gedacht, boah, der Ochs hat aber, der hat aber was hänge, hey. Aber das war ja gar nicht. Ist ja eine Kuh, glaube ich. So. Wenn der Schmied jetzt schon nicht da ist, dann renne ich jetzt noch schnell hier runter. Ein Gockel. Auf Badisch halt ein Gockel. Ah ja gut, Platz habe ich noch genug. Zeig mal her. Ah, der hat auch einen Spinner im Angebot und einen Trap-Bobber. LED-Bobber. Benutze es im Wasser, um Fische zu fangen. Die hier habe ich ja, ne? Erstmal gib her das Teil. Aha. Hä?
Verstehe ich nicht. Einen Blei Bob, der Gewicht an meine Angelrute bringt, ne? Verhindert, dass der auf dem Boden rum oder auf dem Grund des Gewässers rumhopst. Aber wenn der Gewicht... Ich check's nicht. So. Okay. 260. Nun denn. Kann ich jetzt dem die scheiße Rute hier verkaufen? Nee, kann ich nicht. Der ist raffiniert. Ich weiß auch nicht, wo der komische Schmied hin ist. Vor allem die Tür ist offen. Man kann reingehen. Und keiner ist da. Das ist ein bisschen seltsam, ne? Was? Will der mich verarschen? Was sind das für rote Dinger hier eigentlich? Das würde mich jetzt interessieren, wo der rumeiert und Dinge tut. So. Hui. Da habe ich aber reagiert, du. Okay, Fisch. Hoppala. Was ist das? Cool. Ich habe irgendeinen komischen anderen Fisch gefangen. Na, angel ich jetzt einfach noch ein bisschen, ne? Mal gucken, was da noch so alles aus dem Wasser kommt. Wenn denn da. Jawohl. Verdammt. Ups. Bleibt an so einem komischen Schneeklotz hängen, der da, was weiß ich, vom Auto abgefallen ist oder so. Keine Ahnung. Dann gehe ich jetzt einfach noch hier ein bisschen rumangeln her und guck mal, ob da irgendwas bei rauskommt. Oh, hab vergessen, Bait zu machen. Und da reinzuschmeißen. So, habe ich da noch irgendwas? Nö. Hätte ja sein können, dass da noch irgendwas ist zum Einsammeln. Maximal. Ab wann zählt's denn eigentlich als Abend oder Nacht? Mist. Da war Geblubber. Das sich jetzt verzogen hat. Maximal. Das heißt ja, aber ich muss mir jetzt noch irgendwas bauen, was ich da auch noch dranhängen kann an die Angel. Was ist das für ein komischer Fisch? Keine Ahnung, aber perfekt. Halibut. Was soll ich mit denen? Halibut brauche ich nicht. Noch so ein Halibut. Oder, hä? Okay. Das ist sehr seltsam. Manche von den Halibuts machen irgendwie andere Bewegungen. Ich muss doch noch so einen scheiße Tintenfisch da einfangen, damit ich da die Quest fertig habe. Das ging aber schnell, ey. Halibut. Doch nicht. Ein Hering. Alter. Und was passiert eigentlich, wenn man öfter die Angel an derselben Stelle ausschmeißt? Kommen dann andere Viecher.
Weil irgendwann gibt es ja keine Halibuts mehr an der Stelle. Zumindest wenn ich da jetzt Ewigkeiten rumangel. Wow. Das ist irgendwie doof. Ich probiere es mal hier. Vielleicht kommt ja bei was raus. Außer Seegras. Und dass ich fast erschöpft bin. Alter! Arschlochfisch. Das kommt so unvorbereitet, wenn dann plötzlich so ein Raketefisch da dabei ist. Jawohl, ja. Konzentration. So, zeig her. Yay, Bait. Den kann ich gleich, was? Hm, toll. Den kann ich gleich auf jeden Fall da in die Kiste machen, die da noch so rumdümpelt. Alter. Ey, will das Ding mich verarschen hier? Das ist doch mal voll behindert. Wenn ich mit dem Scheißding da nach oben komme, endlich mal, dann fetzt der Fisch nach unten, bis dieser Scheißbalken sich wieder nach unten bewegt. Ach komm, ich fetz mal wieder hoch. So, ist auf leer die Kacke. Ja. Ich gehe jetzt halt wieder nach Hause. Kein Lust mehr. 20 Tonnen Fisch da. Außerdem muss ich mir erstmal diesen komischen Bobber oder sowas bauen. Denke ich mal. Das bedeutet, ich muss gucken, was ich dafür brauche. Vielleicht habe ich das sogar schon am Start. Ich weiß es nicht. Ah. Was ich jetzt aber noch mache, bevor ich hier... Warte, erstmal hier die Fische weg, ne? Dender. Komische prähistorische Axt. Was weiß ich. Schmeiß weg. Okay. Den Perch, das weiß ich noch nicht. Deswegen habe ich mal nur den Silbernen reingemacht, damit der Kohle bringt. Ob ich den noch brauche. Verdammt. Ich wollte jetzt wissen, ob der Diamant fertig ist, aber der braucht wahrscheinlich 3 oder 4 Tage. So wie das aussieht. So, jetzt lass mich mal gucken hier. Crafting. Ein Kupferbarren und 10 Sap. 2 Eisenbarren. Also ich mache erstmal das hier. Ach komm. Was? Errungenschaft freigeschaltet, do it yourself. Von mir aus. So, den Bait, den kann ich da raus machen. Hä? Verstehe ich nicht. Also für mich ist das eigentlich das, was am Haken ist. Der Spinner ist doch eigentlich auch ein Köder, oder nicht? Probieren wir es halt mal so aus. Welche Kiste habe ich noch Platz? Mache ich das erstmal da rein. Keine Ahnung. Ich lasse das jetzt einfach alles im Inventar drin.
Schmeiß den Fisch dann auch erstmal hier in den Kühlschrank. Ah, okay. Schon gedacht. So. Blöde Angel da, hey. Ich finde es so blöd, dass man das Zeug nicht irgendwie einfach so bei jedem verkaufen kann. Wie es bei jedem anderen Spiel ist, aber na gut. Immerhin habe ich der Lea jetzt ihr Geschenk gebracht, ein bisschen die Farm aufgeräumt und noch ein bisschen geangelt, weil der komische, dämliche Schmied nicht da war und meine Gießkanne nicht verbessern will. Oder Spitzhacke, je nachdem. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich in der nächsten Folge dann hingehe und wieder noch zwei Eisenbarren hole. Sonst renne ich wieder für umme darum. So, jetzt geht er erstmal Penny hier. Viel haben wir hier gemacht. 2300. Nicht schlecht. Das dafür, dass ich keine Ahnung gehabt habe, was ich heute machen wollte. Und morgen ist ja der Geburtstag von dem Zauberer. Ich glaube, da gehe ich mal noch rausfinden, was der für Geschenke mag, die ich ihm dann an den Kopf schmeißen kann, damit der mal ein paar Herzle kriegt. Damit wir hier rausfinden, was in dieser komischen, bei dieser komischen Falltür da abgeht. Und dann muss ich auch noch nachgucken, wie das geht mit den komischen ausgegrauten Herzle da bei der Lea. Vielleicht durch irgendwelche Events. Wir werden es erfahren. Allerhop. Bis dann.